Hallo ihr Lieben, ich grüße euch, hier ist der Kai von Spielzeug Dreams. Ihr habt euch sicherlich gefragt, was passiert mit den Autos, die Kinder aus dem Flugzeug schmeißen? Was ist mit den ganzen Autos, die Kinder im Sandkasten verbuddeln? Was ist mit den ganzen Autos, Modellautos, die Kinder gegeneinander schieben, kaputt machen, Scheiben zerbrechen, Stoßstangen abbrechen oder wo die Reifen fehlen? Wir als Spielzeugliebhaber, wir die für das Spielzeug kämpfen und vor allen Dingen Modellauto-Liebhaber sind. Wir haben einen Modellauto-Friedhof eingerichtet. Ja, ihr habt richtig gehört. Auch diese alten, vor allen Dingen alten und defekten Modellautos finden bei uns ihre Ruhestätte. Und jetzt denkt ihr, der ist bekloppt. Der muss sich langsam mal den Doktor suchen. Das ist vollkommen richtig. Ich bin verrückt, ich bin bekloppt. Aber den Friedhof dieser Autos möchte ich euch trotzdem kurz gerne zeigen. Genießt im Endeffekt das, was ich euch jetzt zeige und lasst euch mal davon leiten, wie schön auch diese alten und defekten Autos sein können. Ich kann euch jetzt nicht jedes einzelne zeigen, aber im Groben und Ganzen werdet ihr mal einen Überblick bekommen, was mit diesen defekten alten Autos bei uns so passiert. Bei uns finden sie ihre Ruhe, können bei uns noch eine schöne Zeit verbringen und vor allen Dingen mich erfreuen. Viel Spaß mit den Bildern und bis gleich. Wenn das Blut in deine Adern gefriert, weil dein Herz aufhört zum Schlagen und du auf wie zu die Engel fliegst, dann hab keine Angst und lass dich einfach tragen, weil es gibt was nach dem Leben. Du wirst schon sehen. Einmal sehen wir uns wieder. Einmal schau ich auch von oben zu. Auf meine alten Tag leg ich mich dankend nieder. Wir hoffen, die Bilder, mit den Bildern konnt ihr was anfangen. Wir hoffen, die Bilder haben euch gefallen. Lasst dem Video doch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und ich würde mich tierisch freuen, wenn wir uns in einem unserer nächsten Videos sehen, in dem wir bestimmt noch das ein oder andere Modellauto euch näher zeigen und vorstellen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, meine Freunde. Ciao.